Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meinen monatlichen DM-Haul. Dieses Mal ist er recht klein ausgefallen. Ich habe nicht ganz so viel bestellt, einfach weil ja, ich so ein bisschen jetzt am Geld sparen bin, denn ich habe so ein kleines neues Projekt, was Haustiere angeht. Deswegen spare ich jetzt so ein bisschen dafür und ich habe aber trotzdem so ein paar Sachen gekauft. Ich bekomme auch dieses Jahr wieder einen Adventskalender von meiner Mutter, wo ich mir die Produkte aussuchen darf. Da habe ich auch einige schon mitbestellt gehabt. Die Produkte zeige ich euch natürlich nicht. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich starte durch mit den Produkten, die ich mir eben jetzt gekauft habe. Und ich starte wie immer mit der Haarpflege. Und zwar habe ich dazu einen von Garnier Wahre Schätze sanfte Hafermilch, einmal das beruhigende Shampoo mitbestellt. Hochverträglich steht hier drauf für empfindliches Haar und sensible Kopfhaut. Und ich mochte das immer sehr, sehr gern. Ich hatte das jetzt schon länger nicht mehr. Und ich habe da einmal Shampoo und eben einmal die Spülung mitbestellt. Ich mag die Garnier Wahre Schätze Produkte sehr, sehr gern. Und das war auch mit einer meiner liebsten Reihen tatsächlich. Ich bin gespannt, ob das auch immer noch so ist. Ich mag die sehr, sehr gern vom Duft her. Und der Duft blieb bei mir damals auch im Haar. Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, ich hatte da schon 2, 3 Flaschen jeweils von aufgebraucht. Und ja, ich mag die Garnier Wahre Schätze Produkte. Das ist jetzt mit Reiscreme und Bio-Hafermilch. Da gibt es auch mittlerweile ein festes Shampoo von. Ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ich traue mich das irgendwie nicht, das zu verwenden. Ich weiß auch nicht warum, weil das ist ja eigentlich auch nichts anderes, nur in flüssiger Form. Aber das ist auf jeden Fall auch eben vegan. Und ich finde das sehr, sehr gut, die Produkte von Garnier Wahre Schätze. Und kann das auf jeden Fall weiterempfehlen. Und dann musste auf jeden Fall mit von Balea Schönheitsgeheimnisse, das pflegende Shampoo Goldene Milch und vielleicht seht ihr das auch schon. Ich konnte nicht widerstehen und habe das tatsächlich schon einmal benutzt vor dem Video. Und zwar ist es das pflegende Shampoo, wie gesagt Goldene Milch für strapaziertes Haar, Glanz und Geschmeidigkeit mit Kurkuma-Extrakt und Hafermilch. Und ich habe davon ja schon die Bodylotion letzten Monat, glaube ich, gekauft und ich finde die richtig, richtig gut. Also die Bodylotion davon ist richtig toll vom Duft her. Und auch das Shampoo riecht genauso. Also das riecht unglaublich schön nach, ja, Kurkuma. Ich würde sagen, es riecht halt einfach nach Winter. So gewürzig. Also ich mag das total gerne. Schnuppert da auf jeden Fall mal dran. Und dazu gibt es ja einmal Shampoo, Spülung und Haarbutter. Ich habe mir in dem Fall jetzt die Haarbutter mitbestellt und nicht die Spülung, weil die einfach pflegender sein soll. Pflegende Haarbutter, goldene Milch. Und das ist eben auch wirklich eine Haarbutter. Also es gibt ja auch diese Haarmasken in diesen Tiegeln. Die sind ja sehr, sehr flüssig und die ist wirklich sehr, sehr dick. Und das mag ich halt gern. Wie ihr sehen könnt, ja, schon einmal benutzt. Und das riecht halt unglaublich schön. Das bleibt tatsächlich auch so ein bisschen im Haar, der Duft. Finde ich sehr, sehr schön. Und ja, überlege ich mir sogar tatsächlich, ob ich mir da nochmal ein Backup von sichern soll jeweils. Also ein Shampoo und eine Haarbutter, weil ich denke, das wird nur eine Variante sein, die es im Winter gibt. Dann gab es 15% auf Bodylotion und da habe ich 4 Bodyprodukte mitbestellt. Und zwar 2 meiner allerliebsten Lieblingskörperprodukte von Alverde. Und zwar einmal die Körpermilch, Bio-Kakaobutter und Bio-Hibiskus für trockene Haut. Ich liebe diesen Duft. Das riecht einfach sehr, sehr schön nach Kakao und so ein bisschen leicht blumig. Ich finde das richtig, richtig schön. 24 Stunden Feuchtigkeit, 250 ml sind hier enthalten. Und ja, ich wollte die unbedingt wieder haben und 15% Rabatt, dachte ich, okay, dann kaufst du die jetzt einfach. Ich liebe diesen Duft. Könnte ich mich reinlegen. Ich finde das richtig, richtig gut. Und ich mag die Alverde-Produkte, vor allem die Body-Produkte, sehr, sehr gerne. Die Duschgel und so ist ja gar nicht mein Fall. Auch die Haarpflege mag ich nicht mehr so gern. Die mochte ich früher super gerne. Aber die Body-Lotions finde ich wirklich toll. Genauso wie diese hier. Das ist jetzt ein Softöl-Balsam mit Biomandel und Bio-Shea-Butter für sehr trockene Haut. Das hat halt nochmal ein bisschen Öl dabei. Das riecht auch unglaublich gut. Der Duft ist wirklich richtig, richtig toll. Und das sind jetzt auch 250 ml. Und Alverde ist halt eine Tokosfeni. Das heißt, die Inhaltsstoffe sind halt auch wirklich gut. Ja, und die riecht halt auch sehr, sehr schön. Richtig, richtig toll. Die ist halt ein Ticken reichhaltiger noch wegen den Ölen. Und mag ich aber auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir von Nivea die Softcreme mitbestellt. Das war auch unter der Kategorie Bodylotion. Erfrischende Feuchtigkeitscreme, Gesicht, Körper und Hände. Ich verwende die tatsächlich meistens nur als Körpercreme. Und halt dann noch für die Hände, wenn ich noch was an den Fingern hängen habe. 75 ml sind hier drin. Und ich hatte die ja erst aufgebraucht, aber ich dachte, okay, bestellst du die nochmal mit. Ich liebe diesen Duft. Das riecht so, so schön nach der Nivea Soft, ja, Dusche, nach der Nivea Soft Creme. Und das ist halt jetzt die Tube. Es gibt das ja auch im Tiegel. Ich habe aber eher lieber gerne die Tube tatsächlich. Hier ist auch ein bisschen weniger drin. 75 ml kann man ganz gut leer machen.
Und was auch zu Bodylotions zählt, sind ja hier diese Pflegecremes von Balea. Und da habe ich jetzt die Balea Pflegecreme Sweet as a Cookie mitgenommen. Mit dem Duft von Butterkeks und Vanille. Und ihr wisst ja, ich bin ein totaler Fan von richtig schönen winterlichen Düften. Und was soll ich sagen? Die Pflegecreme musste einfach mit. Die riecht wirklich sehr, sehr schön. Also ich habe die ja online bestellt, das heißt, ich konnte vorher nicht dran riechen. Und selbst wenn ich sie nicht online bestellt hätte, im Geschäft ist es wirklich sehr, sehr schwer momentan mit den Masken und so an Produkten zu riechen. Aber die riecht so schön nach Butterkeks und nach Vanille. Also richtig, richtig toll. Das ist jetzt hier eben, ich glaube, 30 ml genau. Und soll man wohl für Körper, Gesicht und Lippen benutzen. Ich habe die tatsächlich noch nie für die Lippen benutzt. Sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Ist aber eher für mich wirklich eine Körperpflegesache. Dann habe ich Masken mitbestellt. Und zwar zu einem hatte ich letzten Monat die Möglichkeit, nach meiner Bestellung an einem Glücksrad zu drehen. Und habe da einen Coupon für diese Maske gewonnen. Das heißt, diese hier war komplett gratis. Garnierbare Schätze, Hydra-Bomb, Tuchmaske, Intensivfeuchtigkeitsspende und ausgleichende Maske. Mattiert die Haut, verfeinert die Poren. Einfach anzuwenden, normale Mischhaut. Und das ist jetzt die Variante mit Grüntee-Extrakt, Hyaluronsäure und feuchtigkeitsspendendem Serum. Also die grüne. Ich mag die sehr, sehr gern. Ich hatte schon alle Sorten von Garnier, bis auf diese neue, diese Hautklar. Die ist nämlich mit Teebaumöl, das vertrage ich ja leider nicht. Aber sonst fand ich wirklich eigentlich alle recht gut, bis auf diese schwarzen. Die fand ich nicht so toll, aber die anderen fand ich alle recht gut. Meine liebste ist aus dieser Hydra Bomb-Reihe die Nachtvariante. Und ja, die fand ich aber auch immer ganz gut. Deswegen dachte ich mir, okay, ich bekomme sie gratis, dann nimmst du sie einfach mit. Dann habe ich in dem neuen Balea-Creme-Maskensortiment zugeschlagen und da gibt es ja zwei neue. Einmal die Maske Iced Berries, regeneriert die Haut mit Beerenextrakt und Jojobaöl, entspannt für jede Haut. Die habe ich mir mitgenommen. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe davon das Rasegel noch da von letztem Jahr und das roch nach Beeren und Jasmin. Hier steht jetzt kein Blumenduft drauf. Hier steht auch hinten drauf eben, dass es wohl, ja, nach, wo stand es denn? Himbeer und Brombeere riechen soll und eben den Duft nach gefrorenen Beeren. Cremig, leichter, fruchtig, süßer Duft. Und bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Durfte gleich zweimal mit. Falls mir das bei der einen Anwendung nicht gefällt, werde ich es dann entweder die anderen beiden Sachets weitergeben oder halt eben für Fußmasken benutzen. Das funktioniert bei mir auch sehr, sehr gut immer. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das sind halt so Crememasken. Ich mag halt lieber so Crememasken. Nicht so gerne diese Gelmasken, die immer im Sommer rauskommen. Deswegen habe ich mir jetzt hier die Crememasken gesichert. Und auch noch die zweite Variante, und zwar die Balea Maske Salted Caramel. Süße Verwöhnpflege mit Karamell und Mandelöl. Pflegend für jede Haut. Ist eine LE und die musste auch unbedingt mit. Ich liebe ja Karamellduft. Und ja, ich mag eigentlich auch die Balea-Masken ganz gerne. Ich habe da keine Probleme, dass sie irgendwie brennen oder so bei mir auf der Haut. Und das hat mich, wie gesagt, sehr angesprochen. Soll eben so eine leicht bräunliche Konsistenz dann sein, beziehungsweise eine Farbe. Ist eben mit Karamellduft, cremige Textur, köstlicher Duft nach samtigem Karamell. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, durfte eben auch gleich zweimal mit. Dann habe ich mir noch Augenpads mitbestellt. Und zwar zu einem diese neuen von Schäbens. Die waren jetzt länger schon auf meiner Einkaufsliste. Aber immer wenn ich bestellt habe, waren die ausverkauft. Jetzt habe ich sie aber ergattern können. Und zwar sind das von Schäbens die Hyaluron-Hydrogel-Augenpads. Cooling-Effekt, Hyaluronsäure und Panthenol. Reduziert sichtbar Augenschatten und Schwellungen mit Cooling-Effekt eben. Also da bin ich sehr gespannt. Es ist hier, also da ist keine Flüssigkeit drin. Das sind wirklich nur die Pads. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. 10 bis 15 Minuten soll man die einwirken lassen, ist mit Panthenol. Und ja, bin ich sehr gespannt. Ist auf jeden Fall, hier steht reduzierte Augenschatten um bis zu 87%, mildert Schwellungen um bis zu 81%, spendet langanhaltend Feuchtigkeit. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie die sein werden. Die von Schäbens hatte ich eben noch nie, sind neu. Und dann einmal noch Augenpads, die kennt ihr von mir. Und zwar habe ich die eigentlich nur mitbestellt, weil ich bei 48,05 € war. Und bei 59 € bekommt man ja die Versandkosten frei. Deswegen habe ich ja, dann einfach noch diese Augenpads mit reingepackt, damit ich eben keine Versandkosten zahlen muss. Und dann mit den ganzen Rabatten habe ich mit dem ganzen Haushaltszeug, was ich noch mitbestellt habe, was ich euch ja nicht in den Videos zeige,
habe ich, ich glaube, 45,90 € bezahlt. Wie gesagt, da waren aber auch noch Produkte für den Adventskalender dabei und halt eben auch noch ja, Haushaltsprodukte. Aber wie gesagt, ich habe mir einmal hier diese Augenpads mitbestellt von Yuti, iPad Mask, Deep Hydration, Aloe Vera, Hyaluron, Vitamin E. Sind meine allerliebsten von Yuti, welche ich auch sehr, sehr gerne mag, sind die türkisenen und die goldenen. Aber ich habe jetzt eben die blauen mitbestellt, weil die mir gerade angezeigt worden sind. Dachte ich, okay, gut, 95 Cent, packst den Warenkorb und bestellst sie dann. Und finde ich sehr, 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 sehr schön. Ich mag diese Yuti-Augenpads sehr gerne. Die funktionieren bei mir. Die kühlen sehr, sehr schön. Und die soll man 20 bis 25 Minuten tatsächlich einwirken lassen. Ich lasse die meistens länger drauf. Und mag ich sehr, sehr gerne. Ist auch noch mit Kollagen, Aloe Vera, Hyaluron, Vitamin E. Also wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Genau. Und das war's auch schon. Das waren alle Produkte, die ich mitbestellt hatte. Wie gesagt, nicht super, super viel, aber immerhin etwas. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video trotzdem gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.